Dreherzweihe, 12 bis 2, neue Spur im Palermo-Attentat. Richter Giovanni Falcone wusste, dass er ganz oben auf der Todesliste der Mafia stand. Dennoch wird 3 Tage nach dem brutalen Mord immer deutlicher, die Spur... Also für diesen Bereich, der eine Bereich ist der Geheimdienstsektor, denn mindestens 2 Leute aus dem Geheimdienstbereich müssen mitgespielt haben bei diesem Attentat.